Mami, jetzt raus mit der Sprache. Ich weiß ganz genau, dass du mir etwas verheimlicht hast. Ja gut, da gibt es wirklich etwas, was ich dir schon lange sagen wollte, aber ich habe mich das nie getraut. Oh ja, das weiß ich mittlerweile auch, denn ich habe den Brief gelesen, den Brief mit der Strafe, die wir erhalten haben. Oh ja, das tut mir wirklich leid. Ich hatte wirklich die ganze Zeit kein Geld, um die Miete hier für den Wohnwagen zu bezahlen. Oh ja, aber es ist ja nicht so, als ob das erst seit gestern wäre. Du bezahlst die Miete schon seit 6 Monaten nicht. Wir haben eine Strafe von 20.000 Euro. Was? So viel? Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Oh, weißt du was? Das reicht mir mit dir. Ich breche das hier ab. Ich nehme jetzt unseren Sohn und ich gehe mit ihm zu meiner Mama. Und da werden wir jetzt wohnen, mein kleiner Sohn. Moment mal, ihr könnt doch jetzt nicht einfach abhauen, oder? Oh doch, das können wir, Lami. Krieg dein Leben endlich in den Griff und mach etwas aus dir. Oh, ich kann das nicht mehr ertragen. Hier, ciao. Oh nein, was habe ich nur getan? Bleib stehen. Moment mal, das Amt? Ah, guten Tag, Sie müssen Lami sein, richtig? Ich bin hier, um das Haus zu beschlagnahmen. Sie haben die Miete überzogen und können das Geld nicht mehr bezahlen. Das heißt, dieses Haus gehört jetzt mir. Moment mal, jetzt wirklich? Und ich kann nichts dagegen tun? Naja, da gibt es eine Sache, die kannst du tun. Aber das kostet 20.000 Euro. Okay, dann kann ich wirklich nichts tun. Dann gehört dieses Haus wirklich nicht mehr mir. Yeah, erstmal eine Party machen. Los geht's. Oh Mann, ey. Das ist so enttäuschend. Ich fühle mich wirklich wie ein kleiner Versager, muss ich euch ehrlich sein. Ich habe mein Haus verloren. Ich habe meine Frau verloren. Und das Schlimmste auch noch, ich habe mein Kind verloren. Mir bleibt ja wirklich gar nichts mehr übrig. Ich glaube, ich muss hier erstmal... Hey, dieser blöde Apfel ist mir wirklich auf den Kopf gefallen. Na, sieh zu, dass du verschwindest. Und nimm... Hey, Momentchen, Junge, wirf den Apfel nicht weg. Warte mal auf mich. Hey, Opi, was ist denn los mit dir? Warum soll ich den Apfel nicht wegwerfen? Der ist mir auf den Kopf gefallen. Aber das ist doch viel zu schade für den Apfel. Ich möchte diesen Apfel essen. Ich habe so einen Hunger auf einen roten, leckeren Apfel. Du hast Hunger auf diesen Apfel? Na gut, dann nimm ihn, bitteschön. Ich kann ihn sowieso nicht gebrauchen. Aber nicht doch, Lami. Ich gebe dir gerne Geld für den Apfel. Ich bezahle dafür. Das ist schließlich dein Apfel. Oh, ist es mein Apfel? Keine Ahnung, aber ich kann doch kein Geld von einem alten Mann wie dir annehmen. Ich schenke ihn dir, bitteschön. Nein, das nehme ich nicht an. Im Gegenzug bekommst du einfach diesen Luftballon hier. Moment mal, du schenkst mir einen Luftballon für diesen Apfel? Naja, warum denn auch nicht? Hier, bitteschön. Vielen Dank. Lecker. Oh, darauf habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Lecker, Schmecker. Oh, na gut dann. Guten Hunger und danke für den Luftballon. Oh Mann, ey. Na gut, Freunde, ich weiß aber immer noch nicht, was ich machen soll. Ich habe ja immer noch alles verloren. Naja, alles, was ich habe, ist dieser Luftballon. Immer dem Luftballon entlang. Moment mal. Hey, kleiner Junge, was ist denn los mit dir? Ballon? Magst du diesen Ballon hier? Ja, Ballon! Oh, na gut, dann schenke ich dir den halt. Hier, bitteschön. Ja! Irgendwie war der ganz, ganz komisch drauf. Naja, wie auch immer. Jetzt habe ich wirklich gar nichts mehr. Nicht mal einen Ballon, ey. Hey, du da, das war wirklich... sehr, sehr lieb von dir. Du hast ihm deinen Ballon gegeben und dann hat er endlich aufgehört zu flennen. Ich konnte das wirklich nicht mehr ertragen. Oh, das habe ich doch gerne gemacht. Kein Problem. Als Dankeschön, nimm bitte diesen Keks hier an, okay? Das ist der letzte Keks, den wir haben. Oh, jetzt wirklich? Oh, mein Magen knurrt sowieso. Dankeschön. Guten Appetit. Oh, ist das mal lieb, ey. Ich habe diesen Keks bekommen. Ich habe sowieso mega Hunger auf diesen leckeren Schokokeks. Schokokeks?
Habe ich da etwas Schokokeks gehört? Ja, Schokokeks. Den letzten Schokokeks, den die hatten, und den werde ich jetzt essen. Nein, warte mal. Ich will diesen Schokokeks. Gib mir diesen Schokokeks. Warum denn? Aber ich hab selber Hunger. Tut mir leid, hol dir selber einen Schokokeks. Nein, warte mal. Hier. Was macht denn der da vorne um die Ecke? Sollte ich mal gucken gehen? Hier, bitteschön. Du bekommst für diesen Keks diese Kamera hier. Moment mal, du willst mir wirklich für einen Keks diese Kamera geben? Ist das dein Ernst? Jetzt gib mir endlich den Keks, ich habe Hunger. Wow, ist ja gut, na gut. Dann nimm ihn hier, bitteschön. Wow, und das ist wirklich kein Scam? Der hat mir die Kamera wirklich gegeben. Lecker Schokokeks. Wow, ey, der war wirklich komisch drauf. Moment mal, was ist mit dem passiert? Schokokeks. Ich glaube, ich sollte verschwinden, Freunde. Aber ich habe jetzt eine Kamera. Und das hat alles angefangen mit einem Apfel. Von einem Apfel zu einem Luftballon zu einem Keks. Und jetzt bin ich bei einer Kamera. Ich habe aber wirklich keine Ahnung, was ich mit dieser Kamera machen soll. Vielleicht kann ich die ja verkaufen. Und mit dem Geld kann ich mir dann für eine Nacht ein Hotelzimmer buchen. Dann muss ich nicht auf der Straße leben. Wow, Moment mal, was geht denn hier ab? Yo, let's go, Bro. Du schaffst das. Okay, pass auf. Ich werde von hier oben runterspringen. Und yeah! Wow, Bro, das war richtig abgefahren. Hey, Leute, das war echt cool. Das sah aber auch wirklich gefährlich aus. Und, Bro, hast du alles gefilmt? Du weißt doch, ich habe keine Kamera. Oh ja, stimmt, wir haben leider keine Kamera hier. Moment mal. Du hast eine Kamera. Ja, Mann, du hast eine Kamera. Hey, gib die Kamera her. Oh, Moment mal. Die Kamera, ihr wollt die Kamera? Na gut, und was gebt ihr mir dafür? Yo, Bro, wie wäre es mit diesem Fernglas hier? Ich hab ein Fernglas, schau mal. Willst du das hier haben? Ich weiß ja nicht, ein Fernglas für eine Kamera. Ich glaube, das Angebot muss ich leider ablehnen. Yo, Bro, warte mal. Wie wäre es mit dieser Gitarre hier? Die ist super cool. Wow, eine Gitarre? Das Angebot klingt gar nicht mal so schlecht. Na gut, das Angebot nehme ich an. Cool, jetzt habe ich eine Gitarre. Okay, Bro, jetzt haben wir eine Kamera. Danke dir, Bro. Hau rein, Bro. Okay, haut rein, Bros. Na gut, Leute. Was kann ich mit dieser Gitarre machen? Vielleicht kann ich mit dieser Gitarre ja ein kleines Lied machen. Na gut, dann wollen wir mal. Singe dieses Lied hier aus meinem Herz heraus. Ich wünschte, ich hätte immer noch mein Kind und mein Haus. Dieses Lied schreibe ich nur für dich. In meinen Augen bist du und bleibst du ein Pupsgesicht. Yeah. Oh wow, das Lied war so schön. Das hat mein Opa auch immer für mich gesungen. Moment mal, das hat dein Opa für dich gesungen? Wow. Cool, freut mich. Dein Opa hat einen guten Musikgeschmack. Eine Frage mal. Kann ich die Gitarre von dir haben? Oh, diese Gitarre hier? Okay, und was bietest du mir dafür an? Die Gitarre bedeutet mir wirklich sehr viel. Nimm einfach dieses Auto da vorne. Moment mal, was? Du willst mir ein Auto geben? Nur für diese Gitarre hier? Ja, das Auto ist sowieso eine Schrottkiste, aber diese Gitarre ist Gold wert. Na gut, hier, bitteschön. Hier hast du deine Gitarre. Und ich hab hier wirklich dieses Auto. Das funktioniert ja auch noch. Na gut, ciao. Die Gitarre hier ist so schön. Der hat mir jetzt wirklich ein Auto für diese Gitarre hier gegeben. Leute, was passiert hier denn? Und das hat immer noch alles angefangen mit einem stinknormalen Apfel. Oh Mann, ich glaube, das alles muss ich jetzt erstmal feiern mit einer leckeren Pizza. Oh, ist die lecker, ey. Oh Gott, das war wirklich ein cooler Tag bis jetzt. Moment mal, wer seid ihr denn? Hey Papa, ist das hier wirklich das Auto? Ja, mein Sohn, das ist das Auto, wirklich. Das erkenne ich von Weitem. Es ist wirklich mein Auto gewesen. Moment mal, was? Das Auto?
Nein, das gehört mir. Hey, das Auto gehört also dir? Du musst wissen, dieses Auto hat vor 50 Jahren meinem Vater gehört. Oh ja, das ist es wirklich. Das war mein Auto vor 50 Jahren. Hey, kleiner Junge, verkaufst du dieses Auto? Ob ich das verkaufe? Moment mal, das Auto hat dir gehört? Das bedeutet dir, glaube ich, sehr viel, das Auto, oder? Oh ja, wirklich. Das Auto war damals mein ganzes Leben, musst du wissen. Oh, wirklich? Na gut, dann kannst du es einfach haben. Bitteschön, ich geb's dir. Du gibst mir das Auto einfach so? Hey, Sohnemann, du weißt, was du zu tun hast, oder? Aber natürlich, Vater. Also, da du so nett warst und das Auto uns schenken wolltest, schenken wir dir auch etwas. Und zwar ein Haus. Geh zu Nummer 19. Moment mal, was? Ihr schenkt mir wirklich ein Haus für dieses Auto? Oh Gott, was passiert denn noch heute? Vielen Dank für das Angebot, kleiner Junge. Es fühlt sich immer noch wie damals an und es fährt sich auch so. Yeah! Wow, Leute, das nimmt ja wirklich kein Ende. Und jetzt gehört mir das Haus bei Nummer 19, Leute. Jetzt bin ich ja wirklich gespannt, welches Haus jetzt mir gehört. Okay, ich sollte gleich da sein. Nummer 18 und Nummer 19? Was ist das denn für eine Bruchbude? Aber ich würde sagen, ein Haus ist ein Haus und... Oh Gott, hier ist es so warm drinne. Das heißt, heute muss ich nicht auf der Straße schlafen. Das freut mich doch. Oh Gott, auch wenn die Wände hier fast zerfallen, ich kann in einem Haus schlafen. Wow! Oh Gott, das war ein schönes Nickerchen. Na gut, dann wollen wir mal den Tag ansehen und... Wow, schönes Wetter. Moment mal, was geht denn hier ab? Miau! Und Action! Was? Moment mal, Kamerateam, was geht hier vor sich? Und Lami, wie fühlen Sie sich? Sie haben mit einem Apfel angefangen und haben jetzt ein Haus. Wow, das ist wirklich klasse. Moment mal, was geht denn hier vor sich? Hey, woher wisst ihr das alle? Lami, du bist berühmt. Jeder im Internet kennt dich jetzt. Du hast mit einem Apfel angefangen und hast dich hochgetauscht zu einem Haus. Wow, Moment mal. Das geht schon im Internet rum? Das heißt, ich bin jetzt berühmt, oder was? Ganz richtig, Lami. Du bist jetzt berühmt. Jeder hier in Brookhaven kennt dich. Und jeder ist erstaunt von deiner Geschichte. Du hast mit einem Apfel angefangen und hast jetzt ein Haus und... Lass mich dir eins sagen, ich möchte weiter mit dir tauschen, na? Tauschst du dein Haus mit mir? Moment mal, dieses Haus soll ich jetzt tauschen? Gegen was denn? Naja, ich bin einer der reichsten Menschen hier in Brookhaven. Und ich tausche dieses schöne Haus mit dir gegen den Flughafen. Was? Gegen den Flughafen? Du meinst den Flughafen von Brookhaven? Ganz genau. Tauschst du? Ja, natürlich tausche ich. Yeah, ich hab das berühmte Lami-Haus. Uhu. Und mir gehört jetzt der Flughafen. Abgefahren. Wow, das ist wirklich kein Traum. Dieser Flughafen gehört jetzt mir. Hey Chef, hier ist deine Bezahlung. Moment mal. Das ganze Geld ist meine Bezahlung. Das ist doch bestimmt das ganze Geld vom ganzen letzten Jahr, oder nicht? Quatsch mit Soße. Das ist der Umsatz von heute. Moment mal, was? Das ganze Geld hier, oh Gott, ist das schwer, ist der Umsatz nur von heute? Das heißt, ich bin ein Millionär, oder nicht? Aber natürlich. Der Brookhaven Flughafen gehört dir. Du bist nicht nur ein Millionär, sondern ein Milliardär. Wow, Moment mal. Leute, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich endlich wieder zu meiner Frau kann und zu meinem Kind, da ich endlich etwas aus mir gemacht habe. Und da oben ist das Haus von der Mutter von meiner Freundin. Das heißt, ich komme. Bald habe ich euch wieder, mein Kind und meine Frau. Sie wird es bestimmt auch mitbekommen haben, dass ich von einem Apfel bis nach oben zu einem Flughafen getauscht habe. Ding dong, ich komm rein, ich bin's Lami. Lami? Was machst du denn hier? Ich bin hier, um euch wieder zurückzuholen. Ich hab nämlich jetzt das ganze Geld. Moment mal,
Wer ist denn der Typ da vorne? Von wo hast du bitte so viel Geld, Lami? Hast du eine Bank ausgeraubt? Ach Quatsch, nein. Ich hab mit einem Apfel angefangen und hab jetzt einen Flughafen. Ganz genau, ich hab mich hochgetauscht. Warte mal, was? Das warst du in den Medien? Ich hätte das niemals gedacht, Lami. Aber wer ist denn der Junge da vorne? Der kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Wer ich bin? Ich bin der neue Freund. Oh, Moment mal. Der Schulmobber. Oh Gott, du bist mit dem Schulmobber zusammen? Ja, Lami. Ich meine, er hatte Geld und du hattest kein Geld. Und deswegen brauchte ich einen neuen Freund. Moment mal. So schnell lässt du mich also fallen? Oh Gott, dann gehe ich wieder. Hey, Papa, nimm mich mit. Oh, natürlich, mein Sohn. Dich nehme ich natürlich mit. Und los geht's, mein Sohn. Wir brauchen diese Loser nicht. Wir schaffen auch alles alleine. Aber Freunde, falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und Leute, bei diesem Video habe ich mir wirklich wieder richtig, richtig viel Mühe gegeben. Also, falls ihr mir ein Geschenk machen wollt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das würde mich super doll freuen. Und das sind auch nur ein, zwei Klicks. Und Leute, ich würde sagen, links und rechts seht ihr noch die letzten zwei Videos. Die sind auch mega cool geworden. Also checkt sie ab, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten sehen wir uns morgen bei einem neuen Video, wie immer wieder. Und ciao!